Recht herzlich willkommen zur 13. Folge von This War of Mine. Ja, Katja war im Krankenhaus, ist da verarztet worden, ist auf dem Rückweg, allerdings etwas später. Wir haben Tag 13. Ja, diese Nacht war ruhig, haben wir mal Glück gehabt. Katja kommt bald wieder, wollen wir hoffen. Und dann steht Katja war auf Suche nach Vorräten, das hat wohl gerade dann noch so geklappt, dass sie dann doch jetzt noch reingekommen ist. Okay. Gut, dann müssen wir mal schauen. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Ja, komische Anzeige. So, Bruno ist hungrig. Dann sollte Bruno als Koch erstmal kochen gehen. Und Marvin ist auch hungrig. Und dann haben wir noch Pavel. Pavel ist hungrig und müde. Dann würde ich sagen, geht Pavel erstmal schlafen, ne? Aber Pavel geht hier unten schlafen, weil das Zimmer in der Ecke ist. Wenn Katja kommt, dann kann die das Bett da nehmen, wenn sie essen mag. Ja. Das können wir nicht machen, weil wir keinen... sag schon. Da nehmen wir ein Holz. Können wir auch zwei... Ne, Feuer, wieso? Wir haben doch bestimmt Feuer, oder? Brauche ich doch kein Feuer herstellen, ne, oder? Wir haben Feuerholz. Aber da können wir dann drei machen, ne? Mehr nicht. Wasser wird dann auch schon knapp. So. Okay. Achso, da können wir es abbrechen. So, habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube nicht, oder? Bruno kann jetzt was essen. Da ist Katja jetzt. Ja. Schick mal Bruno dahin. Marion ist auch hungrig. Zunächst mal brauchen wir unbedingt was zu essen. So, hungrig, verletzt und sie hat was zu erzählen. Diese Stadt hat einst jeden mit offenen Armen empfangen. Ich liebe die alten Stadtcafés, wie ich neue Freunde aus aller Welt kennenlernen konnte. Nee, wo? Werden die Menschen jemals wieder so unähnlich sein? Wenn wir es überstehen, muss ich alles dafür tun, um sie daran zu verändern, wie es war. Wir können nämlich sehr viel erreichen, wenn wir zusammenhalten. Ja, das stimmt. Sagen die anderen denn so? Gar nichts? Nee, gibt's nichts zu sagen. So, Katja, dann bist du dran mit Essen. Sie ist nicht mehr schwer verletzt, sie ist nur noch verletzt. Das ist doch schon mal gut. Hier haben wir Marin, der ist der Handwerker. Der geht mal da unten hin. Und dann macht sich Katja auf ins Bett. So, und hier fehlt es uns immer noch am Holz. Das heißt, wir müssen noch einen Schrank kaputt kriegen. Und das ist der. So, der gute Koch kann jetzt nichts machen, oder wie sehe ich das? Nicht wirklich, ne? Wie sieht es denn mit Essen aus? Wer hat denn noch Hunger? Pavel hat noch Hunger. Pavel schläft aber gerade, dann lassen wir ihn schlafen. Nee, Pavel schläft. Ach, Marin macht das. So, alles nehmen, verlassen. Und dann geht er dahin. Bruno, na, lass mal. Schön wäre es, wenn jetzt hier Fleisch drin wäre, ne? So, jetzt haben wir das und das werden wir auch definitiv machen. Und dann wird das irgendwo verbessert. Platzieren. Können wir denn nur noch einen Filter einbauen? Weil Wasser ist auch knapp, ne? Wir haben noch 4 oder sowas.
Mein Filter haben wir auch nicht, super. Ja. Irgendwie klappt es auch mit den Fallen nicht. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir nächstes Mal was zu essen kriegen. Definitiv. Gut. Das macht Maren, wenn. Eine UV-Lampe müssen wir erst bauen. Wir brauchen Holz und Teile und jede Menge. Können wir da was machen? Benötigte Bestandteile haben wir alles nicht. Da brauchen wir ganz viel Wasser, um Kräuter zu kriegen. Kaum zu glauben. Also es ist zu upgraden, ne? Das Einzige, was wir noch zerdeppern können, ist da oben rechts ein Schrank. Oh, die Lampe können wir sogar herstellen, ne? Dann sollten wir das auch schon gleich tun. Oh. Pavel ist ausgeschlafen, der kriegt die Konserve. Und Katja. Ist noch sehr müde. Wenn das umblättet auf müde, dann müssten wir sie erst für den Verband anlegen lassen. Uhr, um 7 Uhr ist die Nacht vorbei. Oder der Tag. Jetzt ist Katja nur noch müde. Dann gucken wir mal, dass wir ihr den Verband noch geben. So, und das? Nee, das brauchen wir nicht. Wir müssen das andere, wollen wir upgraden, wenn. Das könnten wir herstellen. Eigentlich müssen wir das auch bauen. Weil da können wir Bandagen machen. So, Katja geht bandagieren eigentlich. Das wird wohl nicht mehr klappen, ne? Ist müde, verletzt. Alle anderen sind zum Glück schon mal ausgeschlafen. Die Nacht. So, Katja definitiv schlafen. Das steht da auch schon. Marvin. Ist im Bett. Katja ist auch im Bett. Pavel geht plündern. Und Bruno hält Wache. Bruno ist der Koch, der verteidigt am besten das Essen. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir hingehen. Das Stadtkrankenhaus hätten wir. Aber da sind nichts mit Lebensmitteln. Da ist Gefahr. Durch Mörsergranaten besteht. Hier ist seit langem nicht unterrichtet worden. Eine Gruppe von Leuten ist vor kurzem in das verlassene Gebäude gezogen. Vielleicht möchten sie mit uns handeln. Okay, Handel ist möglich. Ja, eine Menge. Ja, das wäre wohl das, was wir brauchen, oder? Da haben wir 34%. Da haben wir 64%. Da oben, das ist neu. Da ist aber Gefahr. Auf dem Hauptplatz. Etwas Lebensmittel. Eine Menge Lebensmittel. Supermarkt. Da gibt es keine Lebensmittel, steht da. Eine große Menge Lebensmittel. Ja, Nahrungswaffen.
Aber das hört sich so ein bisschen gefährlich an. Ich glaube, ich nehme erst die Schule. Da ist zwar Gefahr, aber da ist auch ein möglicher Handel. Los. Bombardiert heißt das. Handel heißt das vielleicht. Auf der anderen Seite hab ich da auch nichts von. Wir nehmen mal das mit. Oder lieber das. Wir können auch davon einen mitnehmen. Und was mit dem Sägeblatt? Ja, es ist schon wieder viel. Das Handeln. Ah, wenn notfalls kann man da was handeln. Gut, Pavel, das wird dann deine Aufgabe sein. Legen wir los. Lädt. Wieso läuft denn der immer so schnell? Ach, ich habe Rechtsklick gemacht, deswegen. Da ist niemand. Da geht's schon gleich los. Okay, und hier ist auch schon gleich verschlossen. Und hier haben wir natürlich schon einige schöne Sachen in dem Sinne. Gucken wir mal da. Nein, das wäre nicht richtig. Wir sind keine Banditen, okay. Ich mach's auf. Noch passiert nichts, ne? Okay. Gehe ich da hin. Also die waren jetzt nicht so nett, ne? Hä? Die bleiben aber da oben, glaube, ne? Wo bin ich denn jetzt? Oh. Oh, das ist nicht gut. Was ist denn jetzt hier los? Die haben mich alle verfolgt, oder? Schnell weg. Puh, okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.